Hallo, hier ist die Jazz-Ini Recklinghausen in der Altstadtschmiede. Heute haben wir einen Donnerstag und hier haben wir uns getroffen, um Jazz zu spielen für unser Publikum, aber nicht live, weil es leider nicht geht. Wir haben hier schon so viele schöne Abende verbracht mit tollen Gästen wie Ag van Rooyen zu unserem 30-jährigen Bestehen. Gerd Dudek feiert mit uns hier immer seinen Geburtstag regelmäßig. Aber leider kam dann der März 2020 dazwischen und da gab es für uns ein Problem. Die Live-Konzerte konnten wir nicht weiter fortsetzen. Und 8 Wochen sind vergangen und heute haben wir gesagt, da müssen wir uns was einfallen lassen. Wir versuchen mal ein anderes Format. Und das andere Format, das seht ihr jetzt hier mit Maske, sehe ich gerade das. Naja, die Maske kann ich abmachen, denn wir haben uns versichert, dass wir sie nicht brauchen. Und das stört ja auch beim Musizieren. Die Abstände sind groß genug. Ja, wir haben extra ein Stück vorbereitet, das heißt Maske in Blue. Und bezieht sich natürlich ein bisschen auf die Operette Maske in Blau. Wir haben auch kleine Zitate gebracht, wir haben uns da was ausgedacht. Und es gibt noch weitere Stücke? Ja, also wir haben insgesamt 3 Stücke aufgenommen, richtig live. War eine spannende Angelegenheit. Im Studio hat man ja häufig die Möglichkeit, auch mal ein bisschen was neu einzuspielen. Hier war alles jetzt richtig live, aber eben auch richtig jazzmäßig. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Es sind 3 Stücke. Das zweite habt ihr jetzt gerade gehört, die Maske in Blue. Das erste Stück ist ein Gospel-Song. Ihr werdet die Melodie vielleicht erahnen. Es ist sozusagen auch ein Gruß nach oben, uns weiterzuhelfen mit unseren tollen Aktivitäten in der Altstadtschmiede. Das letzte Stück brauche ich, glaube ich, gar nicht anzusagen. Es ist ein Standard von einem ganz bekannten, wichtigen Jazzpianisten. Guckt einfach zu, habt euren Spaß und dann haben wir auch unseren Spaß. Und wir freuen uns, wenn es endlich mal wieder richtig live losgehen kann. Aber bis dahin müssen wir halt schauen, wie es weitergeht. Das Musizieren unter uns macht natürlich auch Spaß, aber schöner ist es, wenn wir ein wirklich lebendes Publikum vor uns haben. Und das wird hoffentlich bald wieder so sein. Ja, da gehen wir mal von aus. Ciao. Tschüss. Thank you.
Musik.